Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Heute spielen wir mit Nasibo, dem möchtegern Hexendoktor aus Diablo 3, mit dem ich auch schon ein paar Mal gespielt habe. Und ja, das wird schon, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, ob das klappen kann. Ich habe den auch schon etwas länger nicht gespielt, aber ich habe ihn schon mal gespielt. Das, ja, okay, gut. Kriege ich hin, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich finde übrigens schön, dass wir schon wieder auf dieser Map hier spielen. Das hatten wir ja neulich erst. Aber naja, kannst du nichts machen. Ist halt so. Ran an den Speck, ran da! Das wird schon. Oder auch nicht. Irgendwo hier haben wir Gegner. Hallo. Oh shit, ich dachte, ich krieg den Zombie rein. Ich kann mich selbst damit einschließen, gut. Wusste ich auch noch nicht. Hallo. Hallo. Bin weg. Yay. Ich hab's irgendwie geschafft, so ein bisschen. Todeswunsch? Ja, so ein bisschen. Manchmal, je nachdem. Kommt ganz drauf an und so. Okay, so nicht. Ich muss immer wieder reinkommen. Ich spiele den grundsätzlich relativ gerne, muss ich tatsächlich zugeben. Ne, aber klarkommen damit ist nur eine Geschichte. Einfach nur, um die zu ärgern. Nicht, weil ich hier großartig Schaden mache, nur um die zu ärgern. Ich kann ja auch nichts großartig machen. Ich kann mich nicht zu denen hinstellen und sagen, hey, ich gehe mal in Nahkampf. Das funktioniert so nicht. Ne, das funktioniert so gar nicht. Okay. Was macht das eigentlich nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Lebenspunkte und Mana, okay. Kills erhöhen die Fähigkeitsstärke. Ja, gut. Kills sehe ich jetzt nicht, aber gut, machen wir mal. Ja, okay. Wenn ich so ein bisschen Leben kriegen kann, so auf Dauer, bin ich ja schon zufrieden. Ja, ist ja gut. So. Wie viel muss ich denn davon haben? Steht das da oder kann ich unendlich viele? Ich habe keine Ahnung. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Das wird schon. Das wird mein Untergang. Wuppdidu und Heidi da. Okay, hätte sein können, dass da jemand steht. Aber nein. Nein, verdammt. Penner, elendiger Dreckspenner. Ihr könnt mich mal. So, ich hab's. Ihr könnt mich mal. Okay. Hauptsache ist, wir haben die Rune. Nicht so, dass es so ausartet wie beim letzten Mal, wo niemand die Rune hatte. Von uns am Team. Ich glaube, wir hatten tatsächlich nicht eine eingesammelt. Hatte mich das aufgeregt. Na, mal schauen. Die Dauer von Zombieball und Leichenspinnen, aha. Verringert die Abklingzeit, Krötenplage, Stellprobe, doch. Wir nehmen. Das hier. Oh shit. Okay, gut, das war doof. Ich war doof positioniert. Sehr doof. So, und jetzt macht mal da bitte. Aber am besten alle. So wird das doch nichts. Mönche, die sich gegenseitig die Rübe einkloppen. Ja, super. Gut, den Tribut kriegen wir auf jeden Fall nicht. Leider.
Leider, 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 leider. Ja, kacke. Da. Da fehlt mir wirklich so ein Entkommen-Skill. Oh Gott. Oh Gott. Gerade so überlebt. Aber wirklich gerade so. Gut. Weiter geht's. Nicht lange fackeln, einfach machen. Ja. Waynor wieder gefangen, sehr schön. Waynor tot, weil gefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reiner in Speck. Das ist ganz toller Speck. Nehmt ihn euch. For free. Ihr wollt doch immer kostenlose Zombies haben, oder nicht? So, jetzt aber. Jetzt ist das unser. Hoffe ich. Prunk. It's a prunk! Das war aber brutal. Na komm. So, meins, 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 meins. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein. Nicht machen. Na, oh, schade. Ich dachte, ich krieg ihn diesmal. Aber nicht. Dann nicht. Na, kommt bestimmt gleich einer raus. Ah, aber ich krieg ihn nicht, okay. Schade, schade, Schokolade. Ich bin und darunter. Das ist meiner, meiner. Koloss, ja bitte. Einfach schon mal beschwören. Ob der jetzt viel Schaden macht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn jetzt hier irgendwas ankommt, dann sind wir auf jeden Fall gewappnet. So, und jetzt ran an den Speck. Einfach mal ran da. Viel besser kann es jetzt nicht laufen im Moment. Ich finde gut, dass die Zombies hier mit attackieren. So, da ist die Festung. Ja gut, hätte ich besser positionieren können, dann Mist. Ah, damit wirklich alle Zombies attackieren. Aber nun gut, was soll's, ist halt so. Na, komm, dann nicht. Aber die Festung ist down. Sehr, sehr schön. Turm auch noch. Okay, gut, sind zu viele. Hauptsache, wir haben schon mal das ein bisschen vorangetrieben. Hier steht in der Festung noch so ein Stückchen. Hier oben, boah, mehr als die Hälfte, oder ungefähr die Hälfte. Ist aber okay, hier sind wir halt einmal komplett durch. Ja, die Festung hier ist auch da und der kleine Turm da. Was machen wir noch? Hoffe ich. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Reichweite von der Grundfähigkeiten. Mhm. Ich mach das mal. Schade, niemand drin gefangen. Kann man ja auch nicht alles haben hier. Na komm.
Nein, der Illidan. Oh, schade. Schade, schade. Hätte ja klappen können. Aber leider nicht. Ach, das ist... Die Fähigkeit war ganz früh ein bisschen anders. Inzwischen macht er tatsächlich halt noch einen extra kolossalen Schlag. Früher konntest du dann dem, meine ich, opfern für Leben und Mana. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sowas ist da gewesen. Das haben sie inzwischen ein bisschen abgeändert. Ich weiß, lange, lange her, dass ich den wirklich ein bisschen mehr gespielt habe. Aber nun gut. Sie ändern ja sowieso immer wieder einiges von einigen Charakteren. Machen wir mal eben schnell das hier. Weil alleine kriegt das, glaube ich, nicht hin. Leider. So, und jetzt müssen wir nach da oben hin. Und nach da unten. Ich gehe dahin, geht ihr nach da oben. Das wird schon. Oh nein, oh shit. Ja gut, das war so nix. Ah, ich hätte gedacht, dass hier oben wirklich fast alle sind, aber die waren ja schneller hier unten, als man gucken kann. Ja, könnte knicken, ist gesammelt, bevor ihr da seid. Leider. Leider, 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 leider. Hört den Schaden gegen Helden. Ist nie verkehrt. Auf der anderen Seite. Natürlich. Erhöht, verringert Abklingzeiten bei niedrigen, bei hohen Lebenspunkten. Ist auch sehr interessant, besonders halt, weil du größtenteils, für dich persönlich, mit Nasibu im Hintergrund agierst. Ist interessant. Nehmen wir hier schnell das Ding ein. Weil mich hier keiner gerade bekümmert. So. Schade. Schade. Shit. Muss hier weg, 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 weg. Oh Gott. Habt ihr noch schön getötet. Ach, shit. Oh. Wo war denn mein Team? Ach, tot. Okay. Ja, scheiße. Da kann ich alleine nicht viel machen. Ich dachte, hier steht noch irgendwer von uns hier. So ein Waynor. Aber es war der gegnerische. Ah. Weil ich auf die Map geguckt habe. Und auch nicht nach da oben. Schlecht. So ein bisschen. Weil im Moment verlieren wir auch die ganzen Teamfights. Das heißt, die ist schlecht. Um es mal milde auszudrücken. Es ist schlecht. Na, willst du nix? Ja, jetzt. Na, nicht ganz. Oh Gott. Gerade so. Hätte ich noch meine Ulti machen können, aber ich dachte mir, es ist verschwendet bei ihm. Aber okay. Na gut. Zombies waren ein bisschen fehlplatziert. Leider. Sehr schön.
So viele schwache Gegner hier. Ja. Ach komm. Oh, Penner. Elendiger. Hätte ich mal eine andere Attacke gemacht. Einfach nur einen normalen Rechtsangriff oder sowas. Bist du einfach rechts? Nein, ich mach nur einen Rechtsklick. Rechtsklick ist auch voll rechtsradikal. Ihr, mich auch. So. Da müssen wir zusehen, wie wir jetzt die Oberhand hier wieder gewinnen. Und mal wieder ein paar Tribute einnehmen. Das wäre total knorke. Schon später. Alle nach oben. Erstmal Belagerungskampf, natürlich. Typisch. Den Schaden des Kolosses sieht gut aus. Sind sie irgendwo da unten? Jetzt voilà. Randa! Irgendwie! Ja, vielleicht, eventuell. Okay. Nein, der Koloss konnte seinen Stampfer nicht mehr machen, bevor er hier verreckt ist, leider. Sehr schön. Ueno kriegt hier ist den Tribut-Gedöns, ihr wisst schon. Oder ich habe hier noch so ein Tickchen vor ihm. Aber das ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann kriegen die es nicht. Besser wir als die. So, nun. Ach, der Boss. Ja, klar. Natürlich. Er hat alle Zombies getötet, du Schwein. So, warte. Geht doch. Zollt mir Tribut oder steckt euch meinem Fluch. Ja. Brauchen wir auf jeden Fall. Na komm. Versuche es einzunehmen. Hyperion kommt. Ja gut. Nein! Oh, ich konnte nichts mehr machen. Ihr Penner. Elendigen Dreckspenner. Ja, kacke. Dies ist nur eine Prüfung. Und wir werden sie bestehen. Schlecht. Sehr schlecht. Ganz Team tot. Und von denen gerade mal einer. Aber unser Boss hier macht hier einiges gut. Eventuell kriegen wir noch einen
Sieg durch Kreaturen. Dass die hier alles niedermähen. Aber dazu muss halt das hier auch definitiv kaputt gemacht werden. Und die dürfen halt nicht die dritten Tribut bekommen und hier alles einreißen. Ja, das geht nicht. Mal gucken. Es bleibt spannend. So ein Stückchen. Sehr schön. Gefällt mir, sehr gut. Wie ich auch immer noch im Imperium-Dingens stehe, ne? Super. Like a Mammut. Da. Ganz wichtig, da. Ganz, ganz wichtig. Ja, kacke. Weiter einnehmen. Das ungeformte Land erwartet euch. Yes! Sehr schön. Okay. Brunnen habe ich hier nicht, dann egal. Oh Gott, und weg, 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 weg. Da sollte ich nicht alleine rumgeistern, so ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Das kann jetzt wirklich entscheidend sein, ob wir das jetzt gewinnen oder nicht. Sehr nice. Ja. Geil. Und jetzt ab durch die Mitte. Einfach nur ab durch die Mitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe keine Fähigkeit mehr frei. Das ist schlecht. Ah! Penner. Ich hätte einfach laufen sollen wahrscheinlich. Aber egal. Obwohl, da hat er irgendwann auch Abklingzeit verringert auf irgendwas anderes. Aber egal. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Oh. Das war ein schönes Match. Hat mir gefallen. Auch wenn ich jetzt hier kein Rot habe. Aber war okay. War okay. Kann man machen. Ne? Hexendoktor. Auch in Diablo immer noch super. Ne? Das war ja der Charakter, mit dem wir damals Hardcore gespielt haben. Ja, ja. Der Hexendoktor. Schön. Wunderschön. So, jetzt aber. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Heroes of the Storm. Dann wahrscheinlich wieder weniger erfolgreich. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.